Hey und herzlich willkommen zu Itelio Cloud Uncovered Hands-On. Mein Name ist Raphael und heute will ich euch zeigen, wie ihr als Admin Vollzugriff auf alle Azure Subscriptions erhalten könnt. Dieses Video ist Teil unserer Reihe zum Thema Tipps und Tricks rund um Microsoft Azure. Abonniert am besten gleich den Kanal, um die zukünftigen Videos nicht mehr zu verpassen. Es kann verschiedene Gründe dafür geben, warum ihr den Zugriff auf eure Azure Subscriptions aktivieren wollt. Vielleicht wurde eure Berechtigung aus Versehen gelöscht und jetzt hat keiner mehr die Berechtigung, um Ressourcen zu verwalten. Oder ihr möchtet einen weiteren User berechtigen, habt aber selbst nur die Contributor-Rolle, mit der ihr erstmal keine Berechtigungen vergeben könnt. Wenn ihr dieses Video befolgt, habt ihr wie gesagt vollen Zugriff auf alle Management Groups und Subscriptions, die eurem Tenant zugeordnet sind. Nutzt diese Funktion also mit Vorsicht und auch nur dann, wenn ihr die Berechtigungen auch tatsächlich innehalten dürft. Schauen wir uns an, wie das funktioniert. Ich war vorher mal so mutig und habe meinem Admin sämtliche Berechtigungen in Azure entzogen. Im Startmenü sehe ich zwar noch meine zuletzt aufgerufenen Ressourcen, wenn ich aber da irgendwo reinklicke, zum Beispiel auf die Subscription, sieht man, dass der Zugriff weg ist. Auch hier unter All Resources oder unter Resource Groups sehe ich nichts mehr. Ich habe mich also aus meiner Subscription ausgesperrt. Um den Zugriff wieder zu erhalten, melden wir uns am Entra Admin Center an. Ihr benötigt hierfür zwingend einen Global Admin, keine andere Rolle hat diese Möglichkeit. Navigiert dann links zu Overview und geht dann hier zu Properties. Hier unten gibt es eine Einstellung namens Access Management for Azure Resources. Wenn ihr die Option aktiviert und abspeichert, erhaltet ihr auf Root-Ebene eine gewisse Rolle in Azure, den sogenannten User Access Administrator. Diese Rolle erlaubt euch, alle Management Groups, Subscriptions, Ressourcen und so weiter in Azure zu sehen. Außerdem habt ihr damit die Möglichkeit, weitere Berechtigungen zu setzen. Dieser Haken gibt euch also noch keine Berechtigung, irgendwelche Ressourcen zu erstellen oder zu löschen. Das heißt, wir aktivieren diesen Haken und speichern unten ab. Wartet etwas ab und geht dann wieder ins Azure-Portal. Bei mir sieht man, dass mein User jetzt bei der Subscription die User Access Administrator-Rolle besitzt. Die Rolle stammt von Root, würde also in Umgebungen mit mehreren Subscriptions auch auf alle ziehen. Mit dieser Rolle kann ich jetzt hergehen und mich oder einen anderen User weiter berechtigen. Klickt dazu oben bei den Role Assignments auf Add, dann auf Add Role Assignment und wählt die jeweilige Rolle, bei mir zum Beispiel Owner, die ist unter Privileged Administrator Roles zu finden. Das heißt, wir wählen hier den Owner. Gehen auf Next, suchen dann hier nach dem User, das ist in meinem Fall der Test-Admin, fügt den User hinzu, wählt ihn aus, prüft nochmal eure Einstellungen und speichert ab. Damit hat mein Admin jetzt wieder vollwertige Owner-Rechte auf die Subscription. Wollt ihr euren User Access Administrator wieder deaktivieren, könnt ihr das nicht über das Azure-Portal machen, solange der Haken im Entra-Admin-Center noch gesetzt ist. Deaktiviert ihr die Option hier, wird der User Access Admin wieder entzogen. Habt ihr euch in diesem Zeitraum allerdings eine andere Rolle, wie zum Beispiel den Owner zugewiesen, dann bleibt diese natürlich erhalten. Und das war's für heute. Ich hoffe, dieser Trick hilft euch weiter, falls ihr euch mal aus eurer Azure Subscription ausgesperrt haben solltet. Solltet ihr Fragen haben, stellt sie uns gerne unten in den Kommentaren. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns auch über einen Daumen nach oben und ein Abo. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.